Anfang der 70er, liebe Schwestern und Brüder, gab es in unserem Land einen Schlager. Ich bin zwar nicht unbedingt ein Fan von Schlagern. Dieser Schlager hieß, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Einige erinnern sich vielleicht. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Dieser Schlager kam mir heute in den Sinn bei der Lesung aus dem Hebräerbrief. Diese merkwürdige Stelle, mit der die Kirche jeden Tag ihre Liturgie beginnt. Dass Gott schwört, sie sollen nicht in das Land der Ruhe kommen. Es ist etwas Großartiges, ein großartiges Geschenk, das im Neuen Testament eine Schrift erhalten ist, die uns zeigt, wie wir das Wort Gottes verstehen können. Wie wir es auf unsere Zeit beziehen können. Denn das tut der Hebräerbrief ja mit einer vollkommen entmutigten Gemeinde. Eine Gemeinde, die irgendwie in Gefahr ist, an einen Allerweltsgott zu glauben und irgendwie sich da durchzumogeln. Ohne Profil, ohne Mut, ohne Mumm. So wie wir halt heute. Und dass es gerade dieser Psalm ist, 95, mit der die Kirche jeden Tag das Offizium beginnt, hat etwas ganz Starkes. Dass es diese prophetische Mahnung ist und der Hebräerbrief sie ganz besonders bedenkt. Ihnen, und er spricht von einer Freudenbotschaft, hat das Wort nichts genützt, weil es sich nicht durch den Glauben mit den Hörern verband. Nützt es uns? Verbindet sich das Wort, das wir jeden Tag beten und hören, bei uns mit dem Glauben, sodass wir es als Freudenbotschaft aufnehmen können? Wie kann man dieses prophetische, ja drohende Wort als Freudenbotschaft hören? Das Land der Verheißung ist nicht hier. Das Land der Verheißung liegt immer im Voraus, liegt immer vor uns. Wir sind dorthin unterwegs. Das begreift der Hebräerbrief, auch selbst der Psalm, als Freudenbotschaft. Das heißt, hier ist alles, unsere ganzen Problemchen und Probleme, mit denen wir befasst sind und uns herumschlagen, die mögen uns bedrängen, aber sie sind relativ. Angesichts des vor uns Liegenden, des Versprochenen, dieses Landes der Verheißung und der Ruhe, die Gott uns bereiten will. Und nicht nur, dass die Liturgie der Kirche das jeden Morgen in Erinnerung ruft, ist schon ein Grundübel, dass es heute nach der Liturgiereform mögliche Offizien gibt, die diesen Psalm einfach weglassen oder durch einen anderen austauschen. Das ist schon ein starkes Stück auch. Weil man nicht verstanden hat, was man da eigentlich betet. Aber mehr noch, die ganze Richtung der Liturgie, etwa auch wenn wir uns in der Vesper jetzt nach Osten wenden, wenigstens in der Vesper, die christlichen Denominationen, ob es Protestanten sind oder Orthodoxe, nur die Katholiken machen eine berühmte Ausnahme, wenden sich nach Osten in ihrer Liturgie. In die Richtung, wo das Land der Verheißung liegt. Und nicht sozusagen als Überschrift, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Die ganze Misere, die wir haben, können wir besichtigen. Wir können sie beobachten. Es fährt wirklich ein Zug nach nirgendwo. Er dreht sich im Kreis. Und es fahren immer weniger Leute mit. Das hat einen Grund. Weil die Ausrichtung fehlt. Wir verraten den Menschen nicht mehr, wo das Ziel ist, wo die Richtung ist, wo es hingeht. Wir sagen nur, ihr könnt eine permanente Rundfahrt machen. Ihr kreist permanent um euch selber. So ist es, so ist die Anordnung unserer Liturgie, offiziell. Leider. Das ist ein großer Trugschluss, weil wir alle diese Dinge inzwischen nicht mehr zusammensehen, sondern wir schieben das sogenannt den Eingangspsalm, das Invitatorium irgendwohin, das kann man durch was anderes austauschen und die Auslegung des Hebräerbriefes, ach der Hebräerbrief ist eh viel zu kompliziert. Wir lesen die Dinge nicht mehr zusammen, statt zu lernen. Und es ist genau das eingetreten, was der Hebräerbrief sagt. Doch ihnen hat das Wort nichts genützt, das sie hörten,
weil es sich nicht durch den Glauben mit den Hörern verband. Denn wir, die gläubig geworden sind, kommen in das Land der Ruhe, wie er gesagt hat. Ja, es gilt für uns, auch wenn wir jetzt in gewisser Weise in dieser Ordnung, die wir nun einmal haben, gefangen sind. Es gilt, sich innerlich auszurichten. Es ist zumindest ein Verdienst des emeritierten Papstes, dass er sagt, stellt wenigstens das Kreuz auf den Altar oder in die Mitte, damit ihr einen Orientierungspunkt habt, damit markiert ist, wer für das Land der Ruhe verantwortlich ist und wer das Land der Verheißung selber ist und wer den Weg dorthin zeigt, weil er selber der Weg ist.